Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal eine etwas nähere Perspektive. Ihr seht etwa eine Armweite von mir weg. Und auch mal ein etwas anderes Video. Ich hatte schon mal so etwas Ähnliches gemacht. Dass ich live vor der Kamera was baue. Und das mache ich auch jetzt wieder. Als Premiere für mein neues Handy, das jetzt zum Filmen genutzt wird. Und zwar dachte ich, ich baue mal so ein süßes kleines Wangeset auf, live. 187 Teile und rede dabei etwas über die Steine, was mir sonst noch in den Sinn kommt. Und ja, und dann schauen wir mal. Haben eine lustige Zeit und ich sag's mal so. Ah, ihr seht's jetzt nicht, die Kamera ist auf der falschen Seite. Scotty liegt als Assistent neben mir. So, und jetzt gibt's eine kleine Kamerafahrt nach unten. Ihr werdet mich nämlich beim Bauen nicht sehen, also nicht so direkt. So. Hoffentlich hält er. So. Ich habe extra so eine nahe Auflösung genommen, damit ihr auch wirklich die Steine gut sehen könnt. Beim Stream sitzt er immer etwas weiter weg. Und ja. Und das ist jetzt wirklich absolut nah. Und für die, die mit Kopfhörer hören, keine Sorge. Es sind keine Hunde da. Schauen wir mal die Anleitung. Ja. Die sieht... ich muss mal die Belichtung entsperren. So. Jetzt wird dunkler machen. So. Ihr seht, Anleitung ist ein Faltblatt. Man hat das Häuschen in 11 Bauschritten fertig. Und hier... So, und für alle, die jetzt mit Kopfhörer hören, Achtung, es raschelt, ich mache die Tüten auf. So. Ich habe selbst noch keines dieser neuen Wangehäuschen gebaut. Nur die älteren, also das Kino, den Kuchenshop und so. Also das ist jetzt eine absolute Premiere. So. Ich muss ja etwas auf die Seite gehen. Weil hier drüben, ihr seht ja, Scotty liegt auf dem Tisch und ist der Meinung, dass ich so noch schnell die Rose etwas wegdrehen, dass es sein Platz ist, wo er sich jetzt befindet. So. Also, ich gebe ehrlich zu, ich habe jetzt schon länger kein Video mehr gedreht. Die Videos, die ihr bis jetzt zu den Marktständen gesehen habt, die sind alle im Dezember aufgenommen worden, an einem Tag. Darum habe ich auch immer den gleichen Pullover. Und darum kann ich auch nicht auf neuere Entwicklungen eingehen. So, ich warne nur kurz vor, Scotty. Es könnte sein, dass es vielleicht jetzt ab und zu etwas lauter wird. Scotty hat die Schachtel entdeckt und schaut, ob er drin Platz hat. Was ja nur schwer der Fall ist, seien wir mal ehrlich. So. Also. Wie ist die Qualität der Wangesteine? Fangen wir doch gleich mal so an. Also die Qualität der Wangesteine ist gut. Also sie gehören zu den guten China-Steinen.
So wie Gobricks. Also Gobricks, ich muss es so rum sagen, Gobricks-Steine sind ja die besten aus China. Eins an Qualität. Und jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen, Moment, ich habe Gobricks bestellt. Die Qualität war okay, aber jetzt nicht herausragend. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dann habt ihr keine, obwohl Gobricks drauf stand, kein Gobricks gekriegt. Weil Modbricks hat Gobricks verkauft seine Steine unter dem Label Gobricks. Aber es sind keine Gobricks Steine drin, sondern einfach ganz normale Steine aus China. So, wie sagt man so schön, 0815 Ware. Qualitativ in Ordnung, aber jetzt auch nicht überragend gut. Dorsten kann euch dazu deutlich mehr erzählen. Er ist da unser Klemmbaustein-Brockhaus, könnte man schon beinahe sagen. Ich werde sein Video zu dem Thema unter diesem Video verlinken. Und auch das Video, wie man den erkennt, ob man es mit einem Gobricks-Stein zu tun hat oder nicht. Das hat er nämlich dann in einem nächsten Video unglaublich gut erklärt. Ups, ich sehe gerade, ihr seht ja gar nichts. Das ist natürlich etwas doof. Eben sehr gut erklärt, dass, weil ich wusste bis jetzt auch nicht, okay, da sind ja ein paar, oder hier bei den Steinen unten, hier sind so Nummern drin. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man es sieht. Und ja, und die sagen irgendwas aus. Mehr wusste ich da jetzt auch nicht, aber im Prinzip, dass man da, was man alles mit diesen Nummern anstellen kann, finde ich jetzt einfach unglaublich. Ich versuche jetzt mal so rum weiterzubauen. Damit ihr wenigstens halbwegs seht, was ich mache. Und ja. Ja, was hat sich bei mir noch verändert? Also ich habe einen neuen Laptop. Ich habe eben ein neues Handy. Das alte war irgendwie, hat immer öfter Systemabstürze und dann plötzlich, also bevor es plötzlich gar nicht mehr funktioniert, habe ich mich dazu entschieden, es zu ersetzen. Ich habe jetzt von Huawei auf Xiaomi gewechselt. Und ja, bin bis jetzt eigentlich ziemlich zufrieden. Ich muss einfach noch, ich habe jetzt mal die Belichtung entsperrt. Und hoffe, wenn ich jetzt so, ich darf den Sensor nicht erwischen. So, jetzt habt ihr es heller. Ha! Und hoffe einfach mal, dass es jetzt mit dem neuen Handy so funktioniert, das Firmen wie mit dem alten. Also, was habe ich? Ja, wie fühlen sich Wangensteine an? Könnte man jetzt auch noch gleich sagen. Also für mich fühlen sie sich an wie eine Kerze. Also vom Anfassgefühl her würde ich sagen, sie haben so eine wächserne Haptik. Also angenehm. Also das hier gefällt mir jetzt weniger, was ich hier jetzt gerade baue. Ich halte mich jetzt bewusst mal an die Anleitung, weil hier dieser Dreierstein, der liegt nur hier hinten auf dem Einer drauf. Ich muss ja kurz andrücken.
Die Klemmkraft der Wangensteine ist in der Regel auch sehr gut. Also, wenn man ein paar Einmaleinssteine aufeinander gedrückt hat, weiß man, was man gemacht hat. So. Am Schild mit Schriftzeugen. Typisch Wange, bedruckt. Und ihr seht, ich komme hier eigentlich sehr gut voran. Ich bin ja jetzt schon bei Bauschritt 4. Und ja, das Häuschen entsteht. Ach ja, eben, eine Brauerei. Und ja, was gibt's noch? Ach ja, für uns Schweizer war es jetzt immer relativ schwierig, an Alternativen zu kommen, weil es nur sehr wenig gab. Also bei galaxus.ch gab es eine kleine Auswahl. Und dann war es eigentlich immer schon beinahe fertig. Also nicht nur beinahe, es war fertig. Jetzt muss ich kurz umdrehen. Um es einfacher zu haben, den Spaß zu platzieren. So. Aber ich kann sagen, das hat sich geändert. Also es ist jetzt tatsächlich so, dass man jetzt auch, also schon immer noch primär auf galaxus.ch, wo ja die Auswahl wirklich sehr klein war, da kriegt man jetzt auch Sembo, Wange, Singbao, also die Auswahl wird größer, Keyplay. Also wer nicht unbedingt aus Deutschland oder Österreich oder sonst woher importieren will, der kann jetzt sagen, ich kann meine Steine jetzt auch ja, innerhalb der Schweiz beziehen. Meine Spielwaren.ch ist da ziemlich gut aufgestellt. Die verkaufen übrigens auch über Galaxus. Und ich denke mal, je länger, je mehr wird das auch bei anderen Händlern dann soweit sein, dass die auch vermehrt Alternativen anbieten. Also es ist ja ein wachsender Markt. Das Doofe ist allerdings, dass ja, hat die Händler auch in Deutschland oder Europa, so bei den Generalimporteuren da beziehen. Und darum sind da immer auch keine Minifiguren dabei. Also wir können jetzt nicht sagen, hurra. Ich kann jetzt sagen, hurra, ich habe die erste Seite fertig. Wir können jetzt in der Schweiz unsere Minifiguren bestellen. Sondern, ich mach mal kurz. So. Sondern, ja. Also unsere Sets mit Minifiguren bestellen. Sondern wir müssen immer noch in China bestellen. Obwohl wir ja die 3D-Marke nicht haben. Einfach weil, ja. Auch die Händler hier, die Sets nur ohne Figuren bekommen. So. Ich merke schon, das Handy ist von der Kameraposition sehr, sehr ungewohnt. Aber es gibt, ich muss sagen, es ist ja, jetzt ein erster Versuch, so zu bauen. Und ihr könnt mir ja dann auch sagen, wie findet ihr dieses Videoformat? Wie findet ihr die Idee dazu? Ich muss ganz ehrlich sagen, Speedbuild will ich nicht machen, weil da gibt es schon so viele. Da gibt es schon so viele tolle Speedbuild-Video-Ersteller. Da muss ich nicht auch noch mitmischen. Und ich finde also so, so ein Slowbuild, ich nenne es jetzt einfach mal Slowbuild, hat doch auch was. So.
Ihr seht gerade, was hier etwas die Schwierigkeit ist. Die Stangen sind mir unterschiedlich weit reingerutscht. Und jetzt kriege ich es nicht drauf. Also bis zumindest nicht gleichmäßig. So, jetzt schauen wir mal, ob es nochmals. Die andere Seite ging einfacher. So. Jetzt habe ich es. So. Drehe es wieder um. Hier wieder. Ja. Also eben inzwischen haben wir auch hier eine schöne Auswahl. Ach ja. Wo ist der Fokus? Hallo? Ah, bin ich nicht. Also Anguspunkte sind bei Wange. Ja. Entweder oben auf einer Noppe oder seitlich. Schöne Fensterrahmen. Also mal schauen. Aber ohne Fenster hier gibt es einfach eine geschlossene Wand. Man merkt, ich bin es gewohnt, dass die Kamera sich auf der anderen Seite befindet. Soweit durch. Man hat ja teilweise auch verschiedene Chargen, je nachdem. Also hier bei den einen, hier ist jetzt zum Beispiel kein Anguspunkt auf der Noppe. Bei den anderen einen hatte ich das. Also ja. Und eben, Wange bedruckt. Also das ist typisch Wange, dass sie Teile bedrucken. Also es gibt nur wenige Sets mit Stickern drin. Also ich denke, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, sind das die Autosets. Und dass da Sticker mit drin sind, aber sonst, also gebäudetechnisch hatte ich bis jetzt noch kein Set von Wange mit Stickern. So. Ja, was gibt's noch? Ups. Jetzt verarscht es mich auf der Seite ein wenig. Das da. Ach ja, das Leben ist doch schön, oder? Also wir haben es doch eigentlich toll. So. Also die Konstruktion ist ja ziemlich wackelig. Sie sieht gut aus. Aber sie ist etwas wackelig. So. Wir hatten, also gestern stand es in der Zeitung, so. Eben 16-, 17-Jährige müssen bei minus 7 Grad draußen stehen, um sich mit Freunden zu treffen und Party zu machen. Ja. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, mit 16 und 17 Jahren, also zu meiner Zeit ging man da noch nicht so groß weg. Vor allem hat man keinen Alkohol getrunken, also in dem Ausmaß. Und ja, und Begründung ist, sie wollen doch ihre Jugend genießen und die
Politik soll doch mal an sie denken, dass sie sich nicht an, ja, die Vorschriften halten wollen. Das ist die Frage. Das hier ist jetzt relativ schlecht dargestellt. Wie man das montieren soll. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich habe es jetzt. Blick auf den Karton. Löst das Rätsel. So. So soll man es montieren. Das war jetzt ziemlich mies dargestellt. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und ja, okay, ich kann verstehen, dass vor allem die Jugendlichen sehr noch etwas schwerer damit tun. Aber ich denke auch immer, mir macht es auch keinen Spaß, dass ich im Moment nirgendwo wirklich hin kann. Und so, und es hört sich jetzt böse an. Wir haben relativ lockere Maßnahmen. Also wir können froh sein, dass bei uns nicht mehr los ist in der Richtung. Oder mehr verboten worden ist. Und da kann ich teilweise wirklich nur den Kopf schütteln. Man kann ja auch mal kreativ werden. Also wenn ich dran denke. ...2019 war nicht nur schlecht. Also ich habe unglaublich viele Leute kennengelernt oder bin in Kontakt. 2020 meine ich natürlich. Also was ich alles für Leute kennengelernt habe, mit denen ich vielleicht vorher nie in Kontakt getreten wäre. Einfach weil man gar nicht auf die Idee kam. Da Kontakt aufzunehmen. Also da kann ich nur sagen, das ist etwas vom Positiven an der ganzen Situation. Also man darf nicht nur negativ denken. Das macht einen kaputt. Also zumindest würde es mir so gehen. Sondern vielleicht auch versuchen, das Positive an der ganzen Sache zu sehen. Was man für Leute kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nie getroffen hätte oder mit denen man nie in Kontakt getreten wäre. So. Aber ja. Wie zum Beispiel in meinem Fall, also unter normalen Umständen hätte ich wahrscheinlich nie einen Händler in Österreich angeschrieben und gefragt, du, hast du Lust bei mir in einem Livestream mit dabei zu sein? Und jetzt kann ich sagen, ist da eine locker. Upsala. Scheiß drauf. Egal. Mach das schnell so. Ist da eine lockere, aber doch. Also schöne Freundschaft entstanden. Also. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ach ja, wenn jemand Grau von dem braucht. Ich habe ja jetzt schon 2, 4 verbaut, 8 Stück werden hier verbaut. Nur schon von denen. Und hier sind auch keine verrückten Farben drin, also. Oh, angenehmes Bauen. So. Ups. Jetzt kann ich gleich schauen, wie gut die wieder auseinander gehen. Gehen gut auseinander. So. Irgendwie, Leute, ich stehe hier gerade. Ich sollte nicht so viel quasseln, sondern mich aufs Bauen konzentrieren. Merke ich gerade, jetzt darf ich den wieder umdrehen.
Ich habe mich nämlich schon gefragt, warum ich hier so die Seitenteile habe. Ja, eben um die Dinger hier festzumachen. So, mal schauen, ob ich es blind schaffe. Ja. Also, bis jetzt relativ einheitliche Farbgestaltung. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, dass das ja zwei verschiedene Grautöne sind. Ah, man sieht es ein wenig. Aber sonst muss ich sagen, ja. Also, an den Häusern ist teilemäßig nicht viel dran. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Aber macht ja nichts. Sie sind günstig, sie sind ein netter Happen für zwischendurch. So, jetzt habe ich einen Hocker gebaut, der kommt hier hin. Hocker oder ein Fass. Wahrscheinlich eher ein Fass. Von der Höhe her. So, noch eins. Ja, ich könnte umdrehen. Wo will ich jetzt nicht? So. Jetzt das Dach. Anscheinend so. Hehe. Mal schauen, ob das so geht, wie die das wollen. Ob das so gut drauf geht. So. Ja, es geht so halbwegs. Also, das geht, glaube ich, einfacher. Ja, den kurz so wegzunehmen, anzudrücken. Ist eine Angewohnheit von mir. Ich versuche immer erst die Variante zu machen, die der Anleitungsdesigner vorschlägt. Einfach um zu schauen, ob es überhaupt so geht. Wie meine persönliche Challenge. Kann ich das Teil in der Reihenfolge so montieren, wie es die Anleitung vorgibt, oder muss man es anders machen? So. Ich glaube, hier war ursprünglich was anderes angedacht gewesen, oder? Ah, nee. Sie wollen das so haben. Ja, man sollte die Anleitung etwas genauer anschauen. So. Ich stelle es mal etwas nach hinten. Ich habe keine Ahnung, was ich hier jetzt baue. Also was das darstellen soll. Vielleicht kleine Bierfässer. Ist eine Brauerei, wie kam ich vorher noch auf Wein? So, hier seht ihr eben unterschiedliche Chargen. Wahrscheinlich male oder zugekaufte Steine. Presse musste ersetzt werden, keine Ahnung, oder die Gussform musste ersetzt werden. So. Jetzt muss ich kurz gucken, wo ist hier oben und unten, so. So, das war's. Die süße kleine Brauerei, oh, ich sehe gerade, der Stein hier, der ist auf der Seite bedruckt und auf der Seite. Dadurch, dass es eine leicht raue Oberfläche ist, sieht es tatsächlich aus wie Tinte. Hinten ist natürlich nicht allzu viel los. Das ist halt Wange. Das ist Wange typisch. Die Häuser sind leer.
Es geht aber auch viel pro Bauschritt. Ihr habt jetzt gesehen, das waren jetzt 11 Bauschritte. Zwei Teile sind übrig. Und ja, dann würde ich sagen, hole ich die Kamera wieder hoch. Und dann gibt es die Verabschiedung. So. So. Ja, etwas schief, aber kann man jetzt nicht ändern. So. Hier noch unsere Brauerei in der Frontansicht. Süßes kleines Set. Ein schöner Happen für zwischendurch. Ich sehe gerade, ich habe jetzt etwa eine halbe Stunde gebraucht. Und ja, klar, an einigen Stellen könnte ich jetzt auch etwas mehr zusammendrücken. Hier die Schwachstelle, das ist das, was ich meinte, die Dreier. Sie halten nur auf der hinteren Noppe. Also die hat es sofort schräg gedrückt. Also da wäre ganz klar anleitungstechnisch logischer, wenn der Vierer und der Einer unten wären und der Dreier und der Zweier oben. Also wenn man hier umdrehen würde. Ich habe es jetzt bewusst nicht gemacht. Und ja. Also hier diese Stangendächer. Ja, sind etwas ziemlich instabil. Ihr seht, ich bin hier schon wieder am Zurechtdrücken. Also designtechnisch, also sieht es toll aus. Aber es ist etwas ungünstig, einfach weil die Stangen hier relativ streng in diese 1x1 Rundsteine gehen. Und da dann immer die richtige Höhe zu treffen, ist etwas herausfordernd. Also ich würde sagen, kleineres Kind, schätze mal so, also für jüngere Kinder könnte es schwieriger werden, das dann alleine hinzukriegen. Also ich würde ja sagen, was schreiben die, Alter ab 6? Ist sehr optimistisch. So. Wir haben hier nochmals die Anleitung. Wange typisch, das was gebaut ist, ist komplett weiß. Und was dazu kommt, ist bunt. Sie ist leicht verständlich. Es passiert relativ viel pro Bauschritt. Muss ja auch, wenn man 187 Teile in 11 Bauschritten verbaut. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Nichts mehr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video oder nächsten Livestream. Theoretisch kommt das Video zuerst und dann ein Livestream. Und wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund. Haltet zusammen, auch wenn es auf Distanz ist. Wir schaffen das. Wir schaffen es, diese schwierige Zeit zu überstehen. Dann wünsche ich euch noch alles Gute. Eure Jessica.